dum 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 dum. Reiz 2:1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. So, wir haben 18 Grad gerade im Zimmer und mir ist was kalt und deshalb muss ich aufnehmen, denn dann wird's wärmer. Das ist der wahre Grund, warum ich Let's Plays mache. Ich brauche eine Heizung. Und was ist besser als ein PC? Mit einem Ventilator obendrauf, wo man seine Beine drauflegen kann. Es steht derzeit nicht gut. Die Assassinen können die Vorläuferschatulle in Gang setzen. Sie planen schon eine Expedition. Dann müssen wir sie aufhalten. Hope hat hunderte Männer. Und die Obrigkeit tut rein gar nichts. Was, wenn wir uns für sie ausgeben? Und ein so großes Verbrechen begehen, dass sie diese Briganten nicht mehr ignorieren können. Klingt nach einem guten Plan, Jack. Mach das. Ich muss wissen, wo die Assassinen stecken. Täusche ich mich, oder will er, dass wir Ärger anzetteln? Macht euch einen Spaß draus, Shay. Schnappt sie, Shay. Wir brauchen die Kleider. Du hast recht. Schneller! Was? Hier ist gerade eben was weggegangen. Ja? Das habe ich ganz genau gesehen. Schnell, du Idiot! Sonst sind wir beide tot! Ja, ist ja gut. Kann ich die beiden einfach vom Dach runterholen? Habe ich den jetzt? Oh geil, ich habe ihn getroffen. Ich muss nur den letzten bekommen. Oh, ernsthaft. Du bist ziemlich... So, geht doch. Ich weiß nur nicht, wo ich den anderen abgelegt habe. Geben wir nicht erbärmliche Gauner ab? Nein. Ich heb das Niveau. Was ist das Ziel? Die Armeekasse. Wir müssen schnell sein. Ein Regiment ist bereits unterwegs zu dem Fort, wo die Münzen lagern. Toll. Sicher habt ihr einen Plan. Da sind viele Gefangene. Geht rein, hisst die Bandenfahne. Dann befreie ich sie. Ihr wollt Verbrecherpack befreien, das für die Assassinen arbeitet? Nun, wir müssen die Armee auf sie lenken, oder nicht? Denkt dran, ihr hisst die Fahne. Ich sorge für den Aufstand. Gut. Wieso nicht? Die Schatzkammer. Stand still. Faster! We'll not be losing it! Just...
Ah ja, ich war in der Zwischenzeit ein bisschen fleißig und habe mir, oh, damit, und das bis die Verstärkung eintritt, das ist nicht gut. Habe mir etwas an, natürlich, etwas, Geld besorgt. Und so andere Sachen auch. Also, ich habe mir neue Schwerter gekauft. Ich habe mir ein bisschen bessere Sachen für meine, na, mein Boot geholt. Da ist so ein bisschen was da zusammengekommen. Und deshalb bin ich jetzt generell etwas stärker. So, wo ist die Fahne? Hoch mit dir. Ich hab noch 2 Minuten 30. Das ist nicht mehr viel. Zack, runter mit der Fahne. Gut. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ne? Das war nicht gut. So. Plündern. Plündern. Wo ist denn die letzte? Hier oben. Gut. Mal ein bisschen mehr Boom Boom. So, aus dem Fort entkommen, natürlich. Ja. Alles okay. Zack. Immer gut ins Wasser. Das Wasser ist dein Freund. So. So macht man das. Die Gefangenen, Sir. Sie wurden alle befreit. Es waren einfach zu viele. Na gut, wir müssen das in Ordnung bringen, stimmt's? Zeit, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen. Es klappt, Jack. Mit ein bisschen Glück vernichtet die Armee die Briganten. Ich mache mir mein Glück. Jut, jut. Jede Truhe im... Was? Ich habe nicht jede Truhe geplündert? Kann doch nicht wahr sein. Naja. Gut. Nächste Mission. Das ist irgendwie... Es geht ziemlich schnell hintereinander. Naja. So, also wir haben jetzt die schönen Verbrecher sozusagen besiegt. Ich muss jetzt kurz mal langsamer laufen. So, und müssen jetzt dafür sorgen, dass sie auch, sterben. Oder was muss ich jetzt machen? Als erstes hole ich mir dann den Aussichtspunkt da oben. Nein, nein, nein. Hier geht's hoch. Es geht schneller. Hoch mit dir. Ich hab mal wieder Assassinen neben mir stehen. Na? Wie komme ich denn hier hoch? Ach so. Ja, indem ich springe. Wow. So. Das Ding ist synchronisiert. Wie gesagt, ich habe ein paar Ausrüstungen, ein paar Aussichtstürme synchronisiert, etwas in den Flockenmissionen beigemacht, so ein bisschen Nebenzeug halt. Damit ihr das nicht alles angucken sollt und ich nicht in den nächsten Folgen abkacke, wenn es wieder gilt,
besiege ein großes Schiff, zu dem ich halt nicht so besonders gut gerüstet bin. Da oben ist ein Shanty. Nehme ich mal nicht mit. Einfach weiterlaufen. Nee, da laufe ich jetzt nicht hoch. Das mache ich jetzt nicht. Ich weiß noch früher, wo ich Assassin's Creed, ich glaube, das habe ich so bis zum dritten Teil gemacht. Da habe ich erstmal den kompletten Bereich gesäubert. Alle Truhen aufgemacht, alles renoviert, alles gemacht. Da hatte ich am Ende so viel Geld, dass ich mir einfach jede Waffe gekauft habe. Hier kann ich das nicht machen. Hier habe ich zu wenig Geld dafür, weil ich das etwas schneller spiele als die anderen. Als den in den Vorteilen. Vorigen Teilen. In vorigen Teilen hatte ich auch nicht so, noch nicht so schön das Assassin's Creed Feeling drinne. Da war das auch noch etwas schwieriger. Da war es gut, wenn ich etwas stärker war. So. Mission starten. Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um. Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie ist in dem Herrenhaus. Dem mit den Gärten. Gehen wir? Auch ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. Unser Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los. Einmal gucken. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen. Ja. Ich gehe rein und Sir, hole hoch. Ich bestätige, die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchern. Hey. Feuer! Ihr hört den Hauptmann, Männer. Feuer! Aua. Berserkergranate. Aua. Hey. Lass sie nicht rein. Sie schießt zurück. So. Doch bitte einfach da hoch. Ich möchte einfach aufs Dach drauf, ja? Zack, mehr möchte ich. So. Gut, das war irgendwie einfach. Wir haben alles, was wir brauchen. Nun erwartet mich der Chevalier. Hope. Bon voyage.
wurde auch Zeit. Schade, dass es so endet. Was? Ihr wart ein braver Bursche. Achso, die hat sich das Gegengift gesnackt. Und ich muss jetzt hier raus. Ey! Ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Mal da bin ich hergekommen. Dahin. Habe ich jetzt Gift bekommen? Nein, kein Gift. Ihr habt weit mehr Ausdauer als erwartet, Jack. Hey! Was ist das? Gift. Lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Hope auswendig machen. Bewegung hält mein Herz in Gang. Ja, komm dann. Hey, hold a moment, Squire. Lauf weiter. Hold there. I can stop you. Kannst du nicht einfach laufen? I'll catch up with you one way or another. Wie komme ich hier raus? Stop. Let's have a word. Wüsst jetzt nicht, wie ich hier rauskomme. Nein! I can hit him from here. Watch him, Sighted. Oh, I see a pretty boy in my sight. Hoch mit dir. Not on my I'll catch you. I promise. Target sighted. I have a good line on him. Spring doch. Got the shot. Don't get your hopes up. I'll keep up with you. Wie komme ich hier raus? Nee, hier komme ich nicht. Boah, verdammt! Da habe ich die Granaten. Die kann ich. So, jetzt. Ich muss hochfinden. Ein Gegengift. Ja. Ja. Ihr geht nie auf. Oder schön. Macht nicht. Das Gift wird euch töten. Time to hit the ground, boy.
Komm. Ja, ist ja schon gut. Na? Ja. Krieg ich dich? Also hier sollte ich drum herumlaufen. Komm. Irgendwie kriege ich dich schon. Wow. Scheiße. Nee. Das war falsch. Jetzt brauche ich die Bomben. Wie kriege ich die? Ja, ich weiß. Verdammt. Ich bin nicht schneller als sie. Glaube ich zumindest. Oder? We did it last. We chased those nasty Frenchmen out before. Wie kriege ich die Frau? Ich kann nur hinter ihr herlaufen. Ich bin nicht schneller als sie. Keep your brown bass on your shoulder while you're on. Ah, super, jetzt habe ich wieder Zeit. Nee. Obwohl. Jetzt habe ich dich aber. Alles gut. Schon wieder schlecht. Hope. Ich wollte das nicht tun. Ich trainierte euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Das war's mit Hope. Ja. Ich muss jetzt natürlich Chevalier aufhalten. Die Frage ist nur, wie ich das mache und wie ich dahin komme. Schneller als.